Ich weiß nicht, was soll ich im ersten Vorstellungsbrief der Frau schreiben, hat mir jetzt vor einem Tag ein Mann gesagt. Der hat auch was geschrieben, habe ich auch gelesen. Und ich habe gesagt, nein, das darf man nicht abschicken. Ne? Und da wollte ich ein Video dazu nehmen, machen, weil ich immer wieder solche Probleme noch sehe. Wo ist denn hier das Problem? Wo ist das Problem? Das Problem ist hier folgendes. Der Mann traut sich nicht, in dem Brief etwas Gutes über sich zu schreiben. Es fällt ihm schwer, sich zu loben. Der findet das ein bisschen so überheblich oder arrogant zu sagen, ich bin so intelligent, ich bin so erfolgreich, ich sehe gut aus und ich sowas. Und dann denke ich, ich kann das nicht schreiben, alles Gutes über sich. Es ist doch nicht gut, es ist nicht schön, es kommt nicht gut an. Aber Schlechtes über sich selbst, das schreibt man ja auch nicht. Wer will mich dann kennenlernen, ja, wenn ich dann Schlechtes über mich schreibe? Ich bin nicht so erfolgreich, wie ich sein möchte. Oder ich bin erfolgreich. Oder ich bin nicht so gut. Ich sehe nicht so toll. Es gibt Männer, die das und das andere schreiben. Es gibt Männer tatsächlich, die den ganzen Brief total richtig über... Ja, kann man, es kann sein, der Mann ist das so, total erfolgreich. Und die schreiben auch, ich bin gut aussehender Mann. Ich sehe 20 Jahre jünger, als ich bin. Ich bin sehr erfolgreich. Ich besitze dies und das. Zum Beispiel, ich habe wunderbaren Geschmack und sowas. Ne? Und der andere ist immer im Negativen, schreibt. Zum Beispiel, ja, es fällt mir sehr schwer, eine Frau kennenzulernen, weil ich sehr schüchtern bin. Schreibt man tatsächlich das im ersten Brief. Und dann habe ich tatsächlich jetzt mit dem Mann gesprochen und ich habe den Brief gelesen und den Brief habe ich gelesen und der Brief war eigentlich, passte nicht zu ihm. Der Brief war vom Muster von uns genommen als Muster, aber der Mann, der war ganz anderer Typ. Der ist nicht der, dem dieser Brief passt. Das heißt, den Brief konnte man abschicken, nur die Frau bekommt dann einen falschen Eindruck von dem Typ, der jetzt da ist. Deswegen wollte ich zu diesem Thema mit Ihnen sprechen. Schreiben Sie mir bitte in den Kommentaren, ob jemand von Ihnen Probleme hat, über sich zu schreiben. Eigentlich das Schwierigste ist es wirklich nur der erste Brief. Nur der erste Brief, weil danach schreiben Sie schon mit einer konkreten Frau. Und Sie haben Ihren Brief gelesen, dann ist es leichter, weil Sie antworten auf Ihren Brief, auf Ihre E-Mail. Ne? Das, weil einige wissen immer noch nicht, was ich meine mit den Briefen. Ich meine E-Mails. Wir schreiben über die Agentur mit E-Mails erstmal. Ja? Das sind so, später können Sie dann diese Nachrichten über WhatsApp schreiben oder Telegram, Viber, was Sie so nutzen. Aber bei uns in der Agentur, wir schreiben erstmal über E-Mails und wir haben wunderbare Erfahrungen damit gemacht, weil das tausende Vorteile hat im Vergleich mit allen anderen Kommunikationswegen. Kann ich Ihnen dann extra erzählen, welche Vorteile hat das. Besonders finde ich dieser Vorteil, weil der Mann hat geschrieben und abgeschickt den Brief, ne? Und er wartet jetzt. Der wartet. Der weiß nicht, ob der Brief jetzt schon bei der Frau ist. Der weiß nicht, ob wann die Frau zurückschreibt. Der wartet. Die Frau bekommt den Brief von dem Mann. Die hat die Antwort geschrieben, diese E-Mail, und hat uns abgeschickt. Und jetzt wartet sie. Und die ganze Zeit, wenn man wartet, wenn die Frau jetzt wartet, sie denkt die ganze Zeit an sie. Und das ist diese Emotionen, die man in diese Beziehung investiert. Dieses Abwarten. Wenn die Menschen aufeinander warten, dann investieren wir die Zeit. Und die Zeit, Emotionen, das ist das Wertvollste, was wir haben. Nicht das Geld, nichts ist wertvoller als die Zeit. Das ist unser Leben. Wir investieren ab sofort schon Leben in diese wertvolle Zeilen. Und wenn man von beiden Seiten das investiert, dann wächst das unglaublich. Wenn Sie zum Beispiel geschrieben haben und abgeschickt, dann ist der Brief bei der Frau.
Wenn Sie auf den direkten Kontakt umsteigen, dann ist der Brief bei der Frau schon sofort. Und dann denkt sie, soll ich jetzt anschreiben oder nicht? Dann lasse ich ihn warten. Ich schreibe nicht sofort, ich lasse ihn ein bisschen warten. Dann übernimmt eine Partei die Führung, wer soll in diese Beziehung mehr investieren, ich oder er. Das machen manche absolut unbewusst. Sie verstehen nicht, was sie machen, aber dann entstehen in der Beziehung, einer liebt mehr als der andere. Einer investiert mehr als der andere. Und oft entsteht das schon in dieser ersten Phase. Wenn man über E-Mail, über die Agentur schreibt, dann gibt es hier keine Kontrollen, wer auf wen wie viel wartet, weil die Frau weiß nicht, wann hat er geschrieben, hat er jetzt schon geschrieben oder nicht, ist der Brief noch bei ihm oder nicht. Die macht sich diese Gedanken und investiert ihre Zeit und Gefühle in die Beziehung. Dann ist das ausgeglichen. Und die Frau, die kein richtiges Interesse an sich hat, die steigt aus. Die braucht das nie, diese Investitionen. Nur die, die ernst meint, die investiert daraus. Und darauf lege ich als Partnervermittlung sehr viel Wert, weil ich Interesse habe, dass von beiden Seiten gleichberechtigte Investitionen von Zeit und Emotionen sind. Dann entstehen gute Paare auf der Basis der wahren Liebe, von diesen Emotionen, die entstehen bei uns. Ja? Nichts Künstliches, alles natürliche Entwicklung dieser Gefühle. Also zu dem ersten Brief. Einer hat Probleme, über sich gut zu schreiben. Der andere hat Probleme, schlecht zu schreiben über sich. Wie kommt man auf dieses Niveau, wo man das gut schreibt? Wie schreibt man gut? Ne? Es gibt Männer, tatsächlich, die legen los, wie ich gesagt habe, die schreiben super, hey du, ich mache dir das jetzt leichter. Ich schreibe dir hier ein paar Fragen, damit du mir schneller antwortest, du musst dir nicht Kopf zerbrechen, was du mir schreibst. Hier, wo hast du gelernt, was du machst, sowas. Ist das gut oder nicht gut, diese Anrede? Ja, das ist, muss man schon sagen, bei manchen Männern kommt das gut an, wenn der Mann so ein Typ ist. Wenn der Typ so ist im Leben und er sagt, hey du Baby, und er schreibt ausgerechnet einer Frau, bestimmter Frau, in der Art, wo bei der Frau gut ankommt, dann kann das wunderbar sein. Normalerweise kommt das bei anderen Frauen nicht gut. Ich mache dir leichter, damit du schneller schreibst, weil hier passiert Folgendes. Dann denkt sie, der übernimmt jetzt das Ganze in seine Hand. Ne? Warum macht er mir leichter? Der manipuliert mich jetzt schon. Ne? Denkt man so ein bisschen. Ne? Deswegen, ich empfehle immer, so in einem neutralen Bereich zu bleiben. Niemals schlecht über sich schreiben. Niemals, ich bin etwas nicht würdig. Niemals schreiben, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht erfolgreich, ich bin zum Beispiel noch nicht so reich, ich kann mir das und dies noch nicht leisten. Das niemals schreiben. Niemals schlecht, niemals in diese, wir sind jetzt auf Null, neutral, gehen Sie niemals in diese Negatives nach unten. Eher nach oben. Suchen Sie bei sich etwas Gutes. Aber nicht in den materiellen Sachen, aber auch nicht in diesen intellektuellen Sachen, auch nicht bei dem Aussehenden. Ich sehe dann, ja wirklich, so viele schreiben, ich sehe 20 Jahre jünger als ich bin. Das müssen Sie nicht schreiben, wie Sie aussehen. Sie schicken das Foto der Frau. Sie sieht das Foto und sie macht ihre eigene Einschätzung, wie sie aussehen. Das soll sie nicht interessieren. Wenn sie der Frau gefallen, dann antwortet sie ihnen. Wenn sie ihr nicht gefallen, dann hilft das auch nicht, dass sie schreiben, ich sehe jünger aus. Sie können schreiben, ich bin dynamisch, ich bin lebensfroh. Das sind diese meine innere Eigenschaften. Das ist schön, das ist das, was man auf dem Foto noch nicht einschätzen kann. Aber ich bin erfolgreich im Beruf, ich bin zufrieden mit meinen Erfolgen im Beruf. Ja, das kann man machen. Aber nicht natürlich prahlen, ich bin erfolgreich bei Häusern kaufen oder das. Das wird sie später sehen, damit müssen wir keinen beeindrucken. Deswegen bleiben wir, sagen wir, in diesem kleinen Bereich über Null,
über null im positiven Bereich, aber denken Sie immer daran, bei dem ersten Brief, ich bewege mich in dem Bereich, wo auch die Frau gleich mit mir sein kann, gleichberechtigt sein. Das heißt, ich bin lebensfroh und dynamisch, das kann die Frau auch. Dass sie mit ihren Aussagen über sich selbst niemals etwas sagen, was die Frau, für die Frau zu hoch, eine Planke zu hoch sein wird. Zum Beispiel, sie sagen, ich habe 3 Hochausbildungen. Oh, die Frau hat nur eine. Dann ist das schon ein bisschen zu viel. Dann kann das sein, dass die Frau sich minderwertig fühlt und sagt, nee, das werde ich doch mit ihm nicht schreiben, weil wenn er schon im ersten Brief das erwähnt, dann ist das für ihn sehr wichtig, dass ich auch besonders intelligent sein muss. Wenn er schon im ersten Brief so viel Wert auf seine Ausbildung legt. Oder wenn man schreibt, meine 3 Kinder, jeder hat eine absolut top private Schule beendet. Ich habe sehr viel Wert gelegt darauf, dass jedes mein Kind die beste Ausbildung bekommt. Und die Frau hat auch 2 Kinder. Und die beiden haben keine Hochausbildung. Die haben nur Berufsschule. Dann denkt die Frau, oh, das wird kompliziert sein. Verstehen Sie? Deswegen schreiben Sie immer in diesem ersten Brief mit den Hintergedanken, das, was ich schreibe, kann bei ihr auch zutreffen. Zum Beispiel bewegen wir uns zum Beispiel bei den, was essen wir gerne? Dann schreiben Sie dann zum Beispiel, ich liebe Kochen, das kann sie auch, liebe Frau. Ich mag Fisch, das kann sie auch mögen, Fisch oder nicht mögen, damit wir sie sich nicht minderwertig fühlen. Ich mag zum Beispiel, ab und zu gehe ich raus, esse, ja, das kann sie ja auch ab und zu rausgehen. Ja? Und sie schreiben nicht, ich bevorzuge nur Restaurant, französische Küche, unter französischer Küche, französische Restaurants esse ich nie, 5-gängige Menü, das muss sein. Oder zum Beispiel dann Natur, ich möge Sport, mag ich. Oder zum Beispiel, was Sie lesen, das kann Sie ja auch ein Buch kaufen, leisten. Ja? Dann sind Sie super immer im grünen Bereich. Das sind so meine Tipps. Aber bei dem Mann habe ich zum Beispiel gesagt, wir machen einen Termin, 20 Minuten, ich rufe Sie an, bei diesem Kunden, ich rufe Sie an, ich stelle Ihnen Fragen und ich schreibe zusammen mit Ihnen diesen wunderschönen ersten Brief. Weil der erste Brief ist schon sehr wichtig, weil mit diesem ersten Brief arbeiten wir dann, wenn wir besonders jetzt die Arbeit anfangen. Mit diesem ersten Brief arbeiten wir und fragen weitere Frauen an. Mit diesem Brief kostet Ihnen nur einmal übersetzen diesen Brief. Und auch wenn wir 30 Frauen mit diesem Brief kontaktieren, wird das Ihnen nur einmal kosten, weil ich lege sehr viel Wert darauf, dass Sie große Auswahl der Frauen haben. Deswegen werden wir diesen ersten Brief nur die Vornamen ändern und dann die Frauen mit ihrem ersten Brief und ihrem Foto den Frauen vorstellen. Kontaktieren die Frauen und sie ihnen vorstellen. Deswegen, der erste Brief muss schon gut sein. Deswegen mache ich gerne mit Ihnen, auch wenn Sie Probleme haben dabei. Und Sie sagen, Natalia, Sie können natürlich schreiben und gucken unsere Tipps auf der Webseite und auch die Tipps in diesem Video, dann schreiben Sie diesen ersten Brief, schicken Sie uns, natürlich lesen wir das zuerst, bevor wir den Frauen abschicken. Und wenn wir sehen, oh, das darf man lieber nicht schreiben, sagen wir Ihnen. Oder wenn Sie sagen, ich kann das gar nicht, es kommt mir gar nichts in den Kopf, ich kann da nur 2 Zeilen schreiben und dann, das war alles. Aber für die Arbeit brauchen wir diesen schönen ersten Brief, damit wir Ihnen helfen können. Und der erste Brief muss authentisch sein. Das muss sie zeigen, dieser Brief. Das bringt uns nichts, wenn wir super schön ausdenken, ich bin der Coolste und Erfolgreichste und sowas. Damit werden sie bestimmt Frauen beeindrucken, nur die Falschen. Damit werden sie die Frauen beeindrucken, die darauf stehen, auf diesen Glanz und Erfolge. Da 100% werden sie sehr viele Rückmeldungen bekommen, wenn sie sagen, ich bin reich, ich bin das und dies. Klar, nun, da wird es schwieriger, eine gute, liebevolle Frau zu finden, die wirklich in ihnen eine Persönlichkeit sieht und nicht ihre Mega-Erfolge.
Deswegen ist es wichtig, ihre Persönlichkeit in diesem Brief zu zeigen. Mal ihre Lebensart, was sie mögen, wie sie leben zum Beispiel. Und wenn sie sagen, ich pflanze in meinem Garten gerne Radieschen und Möhre und Tomaten und ich freue mich sehr, wenn du auch Lust und Spaß hast bei der Arbeit im Garten, als Beispiel, ne? Das ist schon interessant, ja? Ob die Frau sagt, oh Gott, habe noch nie da in der Erde etwas mit meinen wunderschönen Händen gemacht. Das ist schon interessant, solche Sachen mal zu erwähnen, aber alles schön langsam in Balance und ohne natürlich Konfrontationen. Also, wie gesagt habe, ja, 20 Minuten machen wir einen Termin, ich rufe Sie an, ich stelle Ihnen Fragen und wir kreieren einen wunderbaren, diesen ersten Brief, mit dem wir erfolgreich Partnersuche starten können, weil der erste Brief sehr viel bedeutet, weil hier gerade alles anfängt. Die Frau liest, da muss Stoff sein und nicht sagen, du, weißt du was, ich mache dir leichter, damit du schneller antwortest. Hier sind schon ein paar Fragen für dich. Nein, die Fragen müssen nicht als Frage an Frau, Abfrage sein, sondern die Fragen müssen im Brief so schön, so harmlos, so nicht aufdringlich aufgebaut sein, dass die Frau freut sich. Oh, da will ich antworten. Oh, hier habe ich was zu sagen. Ach ja, ja, jetzt lese ich bis zum Ende schnell. Wo ist das Blatt Papier, damit ich sofort antworten will? Ne? Verstehen Sie den Unterschied? Wie zum Beispiel, Sie schreiben zum Beispiel, ich kochen kann ich nicht, aber zum Beispiel Spiegelei mache ich das schon, mache ich sehr gut zum Beispiel. Bin ich professionell beim Spiegelei machen. Ja? Magst du Spiegelei? Da kann ich dir anbieten, wenn du mich besuchen wirst. Ne? So müssen die Fragen eingebaut sein. So, jetzt habe ich sehr viel, glaube ich, zu diesem Thema erzählt. Schreiben Sie bitte, ob das Thema aktuell ist, ob Sie zum Beispiel Probleme zu dem ersten Brief haben. Und wie ich gesagt habe, kein Problem. Machen Sie sich nicht den Kopf. Den ersten Brief muss man nur einmal schreiben. Das ist sowas von 20 Minuten erledigt. Höchstens den Termin, telefonischen Termin machen wir und machen wir mit Ihnen alles gut. Weil dann später läuft alles von selbst. Und der Sinn des ersten Briefs schon auch, die Frauen zu filtrieren, dass wirklich auf sie die Frauen reagieren, die, wo es am Anfang an Potenzial gibt für eine gute Beziehung. Und da auch da natürlich ändert sich viel. Auch da braucht man noch Arbeit, ja, die Beziehung aufzubauen. Aber man muss schon ab dem ersten Brief alles richtig machen. Deswegen machen wir zusammen. Wir sind ein wunderbares Team. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, für Ihre Likes, für Ihre Kommentare und ich freue mich sehr, Sie auch da beim Schreiben des ersten Briefs zu unterstützen und ich freue mich auf wunderschöne erste Briefe und natürlich auch die wunderschönen Antworten darauf. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis dann.